damit nicht alles vergessen wird. Mein Name ist Werner Schwebs und ich berichte hier in diesem Video etwas über die Universal-Brammenstraße der august hütte in Beekerwerth, die am 19. September 1963 ihren Betrieb mit einer Versuchswalzung aufgenommen hatte. Die Walzstraße wurde allgemein UBS genannt. Die letzte Bramme auf dieser Straße wurde, nach einer Produktion von 56 Millionen Tonnen am 18. Dezember 1986 gewalzt. Walzstraßen der sogenannten ersten Hitze wurden nicht mehr benötigt. Über die Arbeitsweise dieser Brammenstraße berichtet dieses Video anhand von alten Dokumenten wie Thyssen Werkszeitungen. Es muss hier auch anfangs gesagt werden, dass Bilder von historischen Universal-Brammenstraßen, wie diese früher in den USA gearbeitet haben für mich im Internet nicht auffindbar waren. Diese Art von brammen scheinen eine ganz besondere Rarität zu sein. Ein Name, der hier von Thyssen genannt werden muss, ist der frühere bek Werksleiter Dr. Ingenieur August Zimmermann, der sich damals maßgeblich an die Planung und die Ausführung des Baues der Universal Brammenstraße beteiligt hatte. Später von 1972 an war Dr. Ingenieur Zimmermann Mitglied des Vorstandes. Das Video beinhaltet ebenfalls ein paar Kurzgeschichten mit meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mit dieser Waldstraße hatte. Das Bild zeigt die grafische Darstellung von dem Thyssen-Stahlwerk mit der Universal-Brammenstraße, dem Warmbandwalzwerk und dem Oxygen-Stahlwerk. Im Oktober 1960, mit dem Beginn des Aushubs in Beckerwerth, fiel der Startschuss zum Aufbau der neuen Anlage. Verschalung und Ausbau der Fundamente begannen im September 1961 und waren Ende Juli 1962 beendet. Im August 1962 wurde mit der Montage und dem Stahlbau begonnen. Ein Monat später war bereits die von der Firma Ofu gelieferte Tiefofenanlage in Bau, während die Firma Demark die ersten Aggregate der Universalbrammenstraße dann pünktlich am 1. Dezember 1962 anlieferte. Die Heißflem-Maschine wurde von der Firma Union Carbide geliefert, das Kühlrad von der Firma Simag. Das wurde alles erreicht trotz der tiefen Temperaturen, sowie dem Eis und Schnee im Winter 1963. Mit dem eigentlichen Aufstellen des Walzgerüstes konnte im März 1963 begonnen werden, nachdem es von der Firma Demarck nach einem vorherigen Probezusammenbau in deren Fertigungshallen in beeker Wert angeliefert worden ist. Diese Universalbrammenstraße ist das größte Universalbrammen-Walzwerk, das von der Firma Demarck in Duisburg je gebaut worden ist. Allein für die Fertigung des Walzgerüstes und der dazugehörenden Einzelteile mussten über 250 technische Einzelzeichnungen angefertigt werden. Nachdem das letzte Teil des 1250 Tonnen schweren Walzgerüstes montiert war, reckte es sich 14 Meter hoch über Hüttenflur in die Halle und überragte damit ein dreistöckiges Haus an Höhe. Mit drei Meter langen Ankerschrauben wurde der Koloss auf seinem Betonfundament befestigt. Im Gegensatz zu den seit Jahren laufenden Block Brammenstraßen 1 und 2 in Hamborn war die BEK Werther Universal Brammenstraße mit einem zusätzlichen Stauchgerüst ausgerüstet. Durch diese Verbindung von Horizontal- und Vertikalgerüst lag die Leistung der Straße erheblich über der einer normalen Brammenstraße. Jede der Horizontalwalzen wurde direkt von einem Motor angetrieben. Damit konnte das Kammwalzgerüst wegfallen. Die maximale Breite der zum Auswalzen kommenden Rohbrammen machten einen Hub der Horizontal-Walzen von 2500 mm notwendig. Dabei wurden die Antriebsspindeln zwischen Motor und Walze 13 m lang. Die installierte Gesamtleistung erreichte 58.000 PS. Mit einem Walzendruck von annähernd 3.000 Tonnen wurden die schweren glühenden Blöcke bearbeitet. Der Walzendruck wurde ständig gemessen und war auf der Steuerbühne ablesbar. Zu Beginn wurde die Universalbrammenstraße von zwei Steuerleuten bedient. Es wurde aber etwas später damit begonnen, den Betrieb dieser Walzstraße zu automatisieren. Sie wurde deshalb so eingerichtet, dass über eine Magnettrommel der gesamte Produktionsablauf an der Straße selbst automatisch, das heißt ohne direktes Eingreifen eines Steuermannes ablaufen konnte. Damit beschritt die August Thyssen Hütte bei der Universalbrammenstraße bereits in 1964 einen Weg, durch den Einsatz von elektronischen Anlagen den Arbeitsablauf zu automatisieren und zu rationalisieren. Hierzu kommen etwas später in diesem Video noch einige weitere, wie ich meine interessante Informationen. Schon am 19. September 1963 konnte die erste Versuchswalzung erfolgen. Die erste Robramme wurde ohne Schwierigkeiten zu einer für die Breitbandstraße einsatzfähigen Vorbramme ausgewalzt. Auf dieser Walzstraße konnten Robrammen bis zu einem Gewicht von 34 Tonnen zu Vorbrammen bis zu einer maximalen Breite von ca. 2050 mm für die Breitbandstraße ausgewalzt werden. Dabei wurden bereits am Anfang gegen Ende 1963 Stundenleistungen von 730 Tonnen Rohstahl mehrfach erreicht. Worin unterschied sich eine Universalbrammenstraße von einer Blockbrammenstraße? Damals war es allen Walzwackern bekannt, dass der Kantvorgang beim Walzen von Brammen sehr zeitraubend war. Er kostete also Leistung und damit Geld. Die Amerikaner kamen deshalb auf die Idee, die Stauchstiche ohne vorheriges Hochstellen der Bramme auf einem zweiten Gerüst vorzunehmen. Dieses Gerüst hatte zwei Vertikalwalzen, also senkrecht stehende Walzen. Die erste Straße dieser Art hatten noch zwei getrennte Gerüste, eines mit Horizontal- und eines mit Vertikalwalzen, die in einer Entfernung von etwa zwölf Meter voneinander standen. Danach baute man die beiden Gerüste als eine Einheit und nannte sie zur Unterscheidung von einer normalen Brammenstraße Universal Brammenstraße. Walzstraßen dieser Art hatten eine um etwa 50% höhere Leistung als normale Straßen, wie sie bis dahin in Deutschland üblich waren. Die BEK-Werte Universalbrammenstraße der August Thyssen-Hütte war die erste Straße ihrer Art in der Bundesrepublik und gleichzeitig auch die modernste Anlage. Nachdem damit der Begriff Universalbrammenstraße geklärt ist, wollen wir, den Materialfluss wie dieser im Betrieb war folgen und die Gesamtanlage hier in diesem Video beschreiben. Die Rohbrammen wurden in der Stripperhalle des Oxygen gestrippt und auf dem Gießwagen in die große Tiefofenhalle gefahren. Zwei mächtige Tiefofenkräne mit je 40 Tonnen Tragkraft setzten dann die Brammen in die Tieföfen ein. Anfangs waren 15 Öfen vorhanden, von denen jeder 100 Tonnen fasste. Später wurden 16 weitere Öfen dazu gebaut. Die Öfen wurden mit Hochofengas beheizt. Der Wärmeinhalt der Abgase wurde benutzt, um in Rekuperatoren, die aus hitzebeständigem Stahl hergestellt waren, die Brennluft und das Heizgas vorzuwärmen. Dabei wurden für die Luft bis zu 800 Grad Celsius und für das Gas bis zu 650 Grad Celsius erreicht. Im Tiefofen selbst herrschten Temperaturen von etwa 1350 Grad Celsius. Im Gegensatz zu den älteren Anlagen, bei denen jeder Ofen seine eigene Messwarte hat, hatten die Beeker Werter Tieföfen nur eine gemeinsame Messwarte, und zwar den Ofenleitstand. Von hier aus konnten von einem einzigen Mann alle Öfen überwacht und gesteuert werden. Bei dieser Zusammenfassung der Öfen konnte auch natürlich der Aufwand an Messgeräten erheblich gesenkt werden. Bei den Öfen in Beeker Werth wurde trocken gefahren, das heißt auf dem Ofenherdboden bildete sich kein Sumpf von flüssiger Schlacke. Eine solche Arbeitsweise konnte man einführen, weil der Herd des Ofens mit Koks groß belegt wurde, der in bestimmten Zeiträumen mit dem Tiefofenkran durch ein Schlackenloch geräumt wurde. Unter dem Ofen stand dabei in dem großen Kellergang ein Speziallastwagen, der die trockene Schlacke direkt von einer Rampe auf Waggons verladen konnte. Dieses Verfahren führte zu größerer Ofenhaltbarkeit und ersparte den üblichen Ausbruch der Schlacke von Hand, eine Arbeit, die zudem recht teuer war. Wenn die Rohbrammen die gewünschte Walztemperatur erreicht hatten, wurden sie von den Tiefofenkränen, die sich die Deckel der Tieföfen selbst öffneten, gezogen. Sowohl Einsetzen als auch Ziehen wurde von Fernsehkameras überwacht, die ihr Bild für den Stoffwärter auf den zentralen Ziehstand übertrugen. Das war wichtig, um jede Verwechselung zu vermeiden, denn jeder im Stahlwerk gegossene Rohblock war für einen ganz bestimmten Kunden vorgesehen. Man wusste also genau, welche Bramme mit welcher Schmelzennummer gewalzt wurde. Mit dem Blockkipper, der etwa 110 Tonnen wog und mit einer Geschwindigkeit von nahezu 20 Stundenkilometern fuhr, wurde die Rohbramme zum Zufuhrrollgang der Brammenstraße gebracht. Auf dem Weg zum Walzgerüst ermittelte eine Rollgangswaage automatisch ihr Gewicht. Das war sehr wichtig, um das Walzausbringen zu kontrollieren, denn das Ausbringen war Geld. Das maximale Rohbrammengewicht betrug dabei 34 Tonnen, während auf den Straßen in Hamborn nur Rohbrammen bis zu 20 Tonnen verarbeitet werden konnten. Auch die Breite der Rohbrammen in BEK-Wert war größer geworden, nämlich von 1750 mm auf 2040 mm. Die Rohbramme wurde dann im Universalbrammengerüst gleichzeitig von vier Walzen in etwa 11 bis 17 Stichen auf die gewünschte Abmessung der Vorbramme gebracht. Dabei konnten Stundenleistungen von 730 Tonnen Rohstahl erreicht werden, und das bei einer garantiert gleichmäßigen Produktion. Solche Leistungen erforderten natürlich enorme Antriebskräfte für die Horizontal- und Vertikalwalzen. Die Antriebe dieser vier Walzen konnten deshalb eine Leistung von insgesamt 55.000 PS abgeben. Diese ungeheure Kraft wurde von nur einem Steuermann beherrscht. Das war möglich, weil eine Automatik dem Steuermann der Universalbrammenstraße einen großen Teil der Aufgaben abnahm, die sein Kollege auf den zwei anderen Blockbrammenstraßen noch von Hand verrichten mussten. Diese Automatik bestand im Wesentlichen aus einem elektronischen Gedächtnis. Dieses Gedächtnis wusste alle Schaltungen, die ein Steuermann von Hand ausüben muss, um eine Rohbramme nach einem vorbestimmten Stichplan in eine Vorbramme umzuwandeln. Die hierzu errechneten Stichpläne wurden zuerst auf einer Probiertafel eingestellt, praktisch ausprobiert und wenn nötig verbessert, dann wurden diese optimierten Pläne auf Lochkarten übernommen und von den Lochkarten in einen elektronischen Speicher eingelesen, in dem sie dann jederzeit auf Abruf zur Verfügung standen. Es konnten anfangs 400 verschiedene Stichpläne gespeichert werden. Jeder Stichplan hatte eine Nummer. Wollte man aus einer bestimmten Rohbramme eine bestimmte Vorbramme walzen, so brauchte der Steuermann durch Wählen der Stichplannummer dem Gedächtnis nur noch mitzuteilen, was es tun soll. Danach lief der gesamte Walzprozess halbautomatisch ab. Die Bramme selbst durch ihre Licht- und Wärmestrahlen kommunizierte mit über 30 Fotozellen, die an bestimmten Stellen längs der Straße aufgestellt waren, und diese gaben alle Kommandos für die einzelnen Antriebe sie veranlasste das umkehren der hauptantriebe das anlaufen der walzen an stellungen der rollgänge und so weiter diese einrichtung war eine ungeheure erleichterung für die männer die diese schwere straße bedienten nur mit hilfe dieser automatik war es möglich mit lediglich einem steuermann auszukommen der steuermann besorgte nur noch das einmalige umlegen des blockes darüber hinaus konnte mit der automatik eine gleichmäßige endabmessung der vorbrammen eingehalten werden damit entsprach man den Wünschen der Breitbandstraße, die, da auch sie weitgehend automatisch lief, ein sehr gutes Vormaterial haben musste. Gegen Ende September 1967 wurde die erste Bramme auf der Universalbrammenstraße im Werk der august mit Rechnersteuerung gewalzt, und seit Anfang 1969 stand der Prozessleitrechner dem Walzbetrieb dauernd zur Verfügung. Dies war ein Rechner der englischen Firma Ferranti Typ Argus 112. Die Hardwareausstattung des ersten Prozessleitrechners an der Universalbrammenstraße in 1967 wurde vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute in 1969 veröffentlicht. Und Professor Dr. Ingenieur Jürgen Heideprim, der im VDEH das Betriebsforschungsinstitut leitete, sagte Folgendes dazu: Die Tabelle zeigt die minimale Hardwareausstattung und mit welcher aus heutiger Sicht kümmerlichen Benutzerperipherie damals die Prozessautomatisierung mit dem Rechner begonnen wurde. Der englische Prozessleitrechner von Ferranti für die Universalbrammenstraße der August thyssenhütte AG verfügte weder über einen Hintergrundspeicher noch über ein Betriebssystem noch über Unterbrechungseingänge. Das Produktionsziel war die Errechnung eines optimalen Stichplans, also der Folge der in den einzelnen Stichen vor zunehmenden Dicken abnahmen und die Ausgabe der Sollwerte für die Walzenanstellungen und die Drehzahlen. Gemäß der Thyssen zeitung wurde diese Rechnererstausstattung später mit einem Zuse-Rechner Z25 ersetzt und anfangs 1973 in das Thyssen Rechnerverbund und Teilnehmersystem der technischen Datenverarbeitung eingebunden. Im Beisein von Direktor Schütte und Oberingenieur Wüssel wurde Anfang 1973 im Zentralen Rechenzentrum der technischen Datenverarbeitung das neue Computersystem IBM 370 mit den Modellen 155 und 145 in Betrieb genommen. Dieses leistungsfähige Doppelsystem bildete anstelle der bisherigen IBM 360 Anlagen den Kern eines weit gespannten Verbundsystems, in das Planungsrechner, Prozessrechner und Datenstationen in den Produktionsbetrieben und technischen Stabsstellen der Thyssenhütte einbezogen waren. Mit diesem zentralen Rechenzentrum war auch der Zeus-Rechner der Universal Brammenstraße über BEK-Wert, wie aus der zuvor gezeigten Schematik ersichtlich verbunden. Bei der Installation des Zuse Z25-Rechners an der Universal Brammenstraße waren auch externe Fachleute mit einbezogen. Diese bestanden aus einem Team des Betriebsforschungsinstituts des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, einschließlich dem Professor Dr. Ingenieur Jürgen Heideprim, der in diesem Team führend tätig war. Dieser erste Online-Rechner schloss den Bereich der tifofen anlage und der Universal-Brammenstraße ein. Hier wurde zum ersten Mal die Forderung nach einer zeitnahen, mit der Produktion schritthaltenden Datenerfassung und Datenverarbeitung erfüllt. So wurden erstmals für die Stoffwärter bedienungsgerechte Eingabeplätze mit Lochkartenleser, Protokollfahnschreiber, Leuchtanzeigen und speziell entwickelten Tastaturen geschaffen. Auch die Wiegewagen waren direkt an den Rechner angeschlossen. Er speicherte sämtliche Daten vom Gießbericht bis zur erfolgten Walzung, gab die Sollwerte für die Walzung automatisch in ein Springtableau für die einzelnen Steuerstände ein und protokollierte alle für den Betrieb wichtigen Informationen laufend im Zielstand. Die Walzstrategie des Prozessleitrechners an der Universalbrammenstraße mit adaptive Stichplanberechnung Die adaptive Stichplanberechnung wurde mit dem folgenden Vorgehen an der Universalbrammenstraße in Beeker Wert gemacht wie in der Bildschematik gezeigt. Ein Stichplan ist die Folge der Anstellwerte und der Drehzahlsollwerte. Der Walzprozess ist in diesem Bild in Form eines Wegzeitdiagramms dargestellt. Die eigentliche Walzstraße mit zwei Horizontal- und zwei Vertikalwalzen in einem Gerüst ist links oben im Bild dargestellt. Sie war mit mehreren infrarotempfindlichen Fotozellen bestückt, die Aufschluss über die jeweilige Lage der Bramme gaben. Das wurde hier bereits einmal gesagt, war aber sehr wichtig für die Automatisierung und deshalb hier die Wiederholung. Das Wegzeitdiagramm mit der Schematik Waldstrategie des Prozessleitrechners an der Universal Brammenstraße beinhaltete die folgenden Aktivitäten und Abfragen. Erstens, die Stichnummer mit der Stich- und Leerzeit. Zweitens, der Programmstart. Drittens, die Berechnung der Brammendaten. Viertens, die Entscheidung über den weiteren Stichplan. Fünftens, der Sollwert über Ausgabe der Anstellungen. Sechstens, die Drehzahlsteuerung. Siebtens, die Abfrage und Verarbeitung der Belastung 8. Die Gewichtsabfrage Der Walzstraße war in Stofffluss eine Waage vorgeschaltet. Der Prozessleitrechner erfasste das Gewicht einer Bramme, die aus den Tiefhöfen mittels eines Stripperkrans und danach mit einem Blockkippertransports in den Bereich der Universalbrammenstraße gelangte, wenn diese gewogen wurde. Dies war notwendig, da die Kokillen beim Gießen nicht immer gleich gefüllt wurden und die Brammen dementsprechend unterschiedliches Gewicht hatten. Für jede Bramme waren außerdem die Eingangs- und Ausgangsmessungen sowie der Werkstoff bekannt. Diese Daten wurden von einem bereits vorhandenen Produktionsleitrechner zeitgerecht bereitgestellt, ebenso solche über die Gussart im Stahlwerk, das heißt beruhigt, unberuhigt oder in einer Flaschenhalskokille vergossen. Die ersten sechs Stiche wurden nach einem festgelegten Schema gewalzt. Die ersten drei Stiche dienten dazu, das Gussgefüge und die durch die Kokillenform gegebene Konizität der Bramme zu beseitigen. Die Stiche 4 bis 6 waren Teststiche, um ihren effektiven Formänderungswiderstand zu ermitteln. In Abhängigkeit der in den Teststichen gemessenen Walzkräfte wurde vom Prozessleitrechner festgelegt, wie viel weitere Stiche benötigt wurden. Deren Zahl konnte sich zwischen 5 und 13 bewegen, sodass das Walzen einer Bramme also zwischen 11 und 17 Stichen erforderte, wobei 11 Stiche selten waren. Der Prozessleitrechner gab dann für diese Stiche die Anstellungen für die Horizontal- und Vertikalwalzen vor und steuerte die Drehzahlverläufe der vier Walzen. Weiter dem Materialfluss folgend kam die Vorbramme zur Heißflammmaschine. Hier wurde die Oberfläche der Vorbrammen mit reinem Sauerstoff abgewaschen. In einem Durchgang wurden gleichzeitig alle vier Seiten geflammt. Dieses Flemmen oder Abwaschen beruht auf der Tatsache, dass man Eisen mit Sauerstoff verbrennen kann. Dabei entsteht die Flemmschlacke. Man erreichte eine Vorbramme, die nahezu keine Oberflächenfehler mehr aufwies. Mit einer solchen Heißflemm-Maschine, die übrigens eine amerikanische Entwicklung war, sparte man einen großen Teil des Aufwandes in der Handflämmerei. Der braune Rauch von verbranntem Eisen, der bei dem Flämmen entstand, wurde durch einen Elektrofilter gereinigt. Der Heißflemm-Maschine folgte eine mechanische Schere amerikanischer Bauart, die Vorbrammen in Größen bis zu 2100 x 250 mm schneiden konnte. Die große Brammenschere, die einen Scherdruck von 2000 Tonnen hatte, wurde von Gleichstrommotoren angetrieben, die durch Gleichrichter gespeist wurden. Sie mussten für jeden Schnitt vom Stillstand aus anlaufen und benötigten dazu enorme Beschleunigungsströme von ca. 7000 Ampere. Den Abschluss der Universalbrammenstraße bildete das Wasserrad. Hier wurden die Vorbrammen von etwa 1050 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius abgekühlt. Im Wasserrad dauerte die Abkühlung etwa 10 bis 15 Minuten. Bei der Arbeitsweise an den älteren Straßen brauchte man für den gleichen Vorgang etwa zwei bis drei Tage. Neben dieser Verkürzung der Abkühlzeit brachte der Durchgang durch das Wasserrad einen großen Vorteil für die Beschaffenheit der Oberfläche der Brammen. Sie war dann nämlich zunderfrei und ließ sich sehr viel besser auf noch verbliebene Oberflächenfehler inspizieren. Auch damit wurde den Männern in der Handflämmerei ihre Arbeit also wesentlich erleichtert. Die Haisflem-Maschine und das Wasserrad waren, verglichen mit der Arbeit auf den Brammenstraßen in Hamborn, zusätzliche Einrichtungen, die zu einem großen Teil der Steigerung der Oberflächenqualität der Bleche dienten. Sie halfen mit, den Thyssenstahl zu einem Qualitätsbegriff zu machen. Durch die Automatisierung gegen Ende 1972, also nach der Installation des Zuse Z25 Rechners an der Universalbrammenstraße, konnte die mittlere Walzzeit einer Bramme von 108 Sekunden auf 87 Sekunden gesenkt werden. Das entsprach einer Senkung der Walzzeit pro Bramme um 19%. Außerdem wurde eine quantitativ nicht nachgewiesene Steigerung des Ausbringens dadurch erreicht, dass weniger Verschnitt an der im Stofffluss nachgeschalteten Schopfschere anfiel. Die fertig gewalzte Bramme wurde mit einem Greifkran, der mit einer Waage ausgestattet war, beim Anheben aus dem Wasserrad gewogen, um das tatsächliche Endgewicht zu bestimmen und zu dokumentieren. Danach gingen die meisten Brammen in die Stoßöfen des benachbarten Warmbandwerkes 2, wo sie zu Blechkolz gewalzt wurden. Überall dort, wo man mit rotglühendem Stahl arbeitet, benötigt man Wasser, um die Produktionsanlagen zu kühlen, Sinter zu spülen oder Schrott und Vorbrammen schnell abzukühlen. Dieses Wasser bildete bei der Universalbrammenstraße einen Kreislauf, das heißt, das Wasser wurde nach Gebrauch gefiltert, gekühlt und wieder verwandt. Wenn man bedenkt, dass der Anlage in der Stunde 4000 Kubikmeter Wasser zugeführt wurden, das entsprach dem Inhalt von 400.000 Putzeimern, kann man leicht einsehen, dass auch das Wasser in den Kosten eine große Rolle gespielt hat. Da es nicht mehr verschmutzt in den Rhein zurückgegeben werden durfte, musste es mit einem nicht unerheblichen Aufwand immer wieder gesäubert, gekühlt und im Kreislauf wieder verwendet werden. Zwei Wasserkreisläufe wurden an der Universalbrammenstraße installiert. Der eine nahm das Wasser vom Walzgerüst und der Heißflemmmaschine auf, das in einen Sinterfang geleitet wurde. Der Wasserspiegel lag etwa 10 Meter unter Flur, denn das mit Zunderstücken belastete Wasser musste mit starkem Gefälle durch die Rinnen geführt werden, mussten doch bei voller Leistung der Straße etwa 18 Tonnen Sinter je Stunde dieser Austragsstelle zugespült werden. Mit Rücksicht auf einen hinreichenden Klärraum lag die Sohle des Sinterfanges 24 Meter unter Flur. Dies entsprach etwa der Höhe eines achtstöckigen Hauses. Der Sinterfang hatte einen Außendurchmesser von ca. 17 Meter und war ganz auf die erheblichen Wassermengen abgestimmt, die dort vorgeklärt werden mussten. Deshalb musste hier die sogenannte Kaison-Gründung angewandt werden, bei der in einem Raum unter dem Bauwerk der Boden entfernt wird und der Baukörper dadurch langsam in die Tiefe absinkt. Diese Arbeit musste von Hand ausgeführt werden. Die Bauarbeiter standen, wie in einer Taucherglocke, unter einem erhöhten Luftdruck, da sonst das Grundwasser eingedrungen wäre. Menschen und der abgebaute Sand mussten durch eine Schleuse, die dem Druckausgleich diente, nach draußen befördert werden. Die Sohle des Bauwerkes lag ungefähr 6 Meter unter der Rheinsohle. Die Arbeit des Sintertransportes aus dem Sinterfang wurde mit einem großen Greiferkran durchgeführt. Nachdem das Wasser im Sinterfang vorgereinigt wurde, drückten es Pumpen zur Kiesfilteranlage, in der es fast bis auf Trinkwassereinheit gefiltert wurde. In großen, silbern gestrichenen Behältern war Filterkies von ganz bestimmter Körnung enthalten. Nach einer von dem Verschmutzungsgrad des Wassers abhängigen Zeit mussten sie gespült werden, um ihr ursprüngliches Reinigungsvermögen zurückzuerlangen. Das Spülwasser wurde anschließend in Längsklarbecken gereinigt und dem Kreislauf ebenfalls wieder zugeführt. Der zweite Wasserkreislauf der Universalbrammenstraße versorgte das Brammenkühlrad, das die etwa 1050 Grad Celsius heißen Brammen nach dem Walzvorgang durch ein riesiges Wasserbecken führte und hierbei in wenigen Minuten abkühlte. In dieser Anlage wurden 1200 Kubikmeter Wasser bis fast auf Siedetemperatur erhitzt, die anschließend wieder, da es sich um eine Kreislaufwirtschaft handelt, in sechs Kühltürmen heruntergekühlt wurden. Da das Wasser bei dieser hohen Temperatur erheblich ausdampft, musste hier täglich der Verlust durch eine Wassermenge ausgeglichen werden, die dem Verbrauch einer Stadt von 10.000 Einwohnern entsprach. Die Stromversorgung der UBS-Walds-Anlage. Die neuen Walzwachsanlagen in Beeckerwerth waren für eine hohe Dauererzeugung vorgesehen und wurden daher auch mit sehr großen Antriebsmotorleistungen ausgerüstet. Für die Energieversorgung musste zudem berücksichtigt werden, dass alle Anlagen gleichzeitig im Betrieb waren. Nach vielen Überlegungen wurde an der Hofschen Straße in Beek ein Platz gefunden, der die Bedingung für eine noch genügend ausbaufähige Hochspannungsfreiluftanlage erfüllte. Zur Bereitstellung der Leistung von 80.000 kW wurde eine siebenfeldrige 220 kV und eine 10-feldrige 110 kV Freiluftschaltanlage mit einem zwischengeschalteten 100.000 Ampere umspanner errichtet. Von hier aus wurde die Energie über vier 110 kV Freileitungssysteme und vier Umspanner 110 zu 25 kV in eine 25 kV-Schaltanlage eingespeist, von der aus auch die Universal-Brammenstraße versorgt wurde. Zu den größten Verbrauchern an Energie gehörte die Universalbrammenstraße. Die Festlegung der Stärke eines Walzwachsantriebs wurde damals in Metatonnen-Ausschaltdrehmoment angegeben. Das für die Horizontalwalzen betrug 800 Meter Tonnen und für die Vertikalwalzen 200 Meter Tonnen. Der Horizontalwalzenantrieb hatte kein Kammwalzgerüst, sondern jede Walze hatte einen eigenen Doppelmotor als Antrieb. Der Gleichlauf beider Walzen wurde auf elektrischem Wege erzwungen. Man sprach dann von einem Zwillingsantrieb. Das Gewicht der Walzmotoren betrug ca. 740 Tonnen. Die Motoren wurden aus einem Igner-Umformer gespeist, wie es auch bei den Blockstraßen in Hamborn war. Die Antriebsleistung für den Igner war 100 größer als die für die Hamburger Blockstraße 2. Er hatte zwei Antriebsmotoren, zwei Schwungräder von je 44 Tonnen Gewicht und zwölf Gleichstrommaschinen, die alle gekuppelt liefen. Die Länge des Ilgners betrug 51 Meter, das Gesamtgewicht der Ilgner Maschinen ca. 280 Tonnen. Alle Hilfsantriebe der Universal Brammenstraße, das waren die Walzenanstellungen, die Verschieber, die Kanter und die Rollgänge, hatten Gleichstrommotoren erhalten. Die Speisung und Steuerung erfolgte über Gleichrichter. Dadurch ließen sich alle diese Antriebe sehr schnell und genau steuern. Das war die Voraussetzung für einen automatischen Betrieb, wie er an dieser Universal Brammenstraße verwirklicht wurde. In 1964 machte man zwar keine Angaben welches Kraftwerk den Strom geliefert hat, es müsste aber das Hamborner Kraftwerk an der Alsumer Straße gewesen sein. In Spitzenverbrauchzeiten wurde dann externer Strom zugekauft. Jahre später berichtete man folgendes. Die zwei Kraftwerke der August-Thyssen-Hütte, das Kraftwerk Hermann-Wenzel in Rohrort und das Kraftwerk Hamborn, deckten seit dem 1. Oktober 1969 den Strombedarf der Werke im Hüttenbetrieb, sowie der angeschlossenen Konzernbetriebe und einiger benachbarter Industrieunternehmen. Zusätzlich wurde ab dem 1. Oktober 1972 darüber hinaus das Kraftwerk von Thyssen-Niederrhein in Oberhausen, zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der gesamten elektrischen Energieversorgung des Unternehmens in dem Stromverbund aufgenommen. Der jährliche Umsatz an elektrischer Energie belief sich auf etwa 4 Milliarden Kilowattstunden, von denen allerdings ein kleinerer Anteil zu 21% Zeiten von Reparaturen und Revisionen zugekauft wurde. Da die Werke größtenteils dreischichtig gearbeitet haben, betrug die durchschnittliche tägliche Auslastung der Kraftwerke zwischen 85 und 95%. Reparaturen wurden nach Möglichkeit in Schwachlastzeiten ausgeführt. Das hielt den Zukauf von Energie während Reparaturzeiten in Grenzen. Am 1. Januar 1970, dem Neujahrstag, es war ein Donnerstag und ein saukalter Tag mit Temperaturen um die minus 15 Grad Celsius. Trotz des Neujahrtages, oder gerade deswegen hatte ich Mittagsschicht auf der august hütte Ich fuhr damals von Weg auf der Hauptstraße durch Stratenwerth vorbei an der Haltestelle der Linie 1, den Tüssen-Hochöfen, die etwas dahinter lagen zu dem kleinen Tor 1a in Bruckhausen das vor der Martinerstraße an der Kaiser-Wilhelm-Straße war. Auf den Straßen war nicht so viel Verkehr, da wohl viele noch im Bett nach ihrer Neujahrsfeier lagen. Mein Kreitler-Florett-Moped mit kleinem Nummernschild parkte ich auf den anliegenden Parkplatz im Fahrradschuppen. Das war der Parkplatz, wo die Autos ihre meisten Lackpickel bekamen, wenn das Thomaswerk blies und es geregnet hatte. Aber dieses, von der einfachen Technik her so faszinierenden Stahlwerks war ja seit fünf Tagen stillgelegt, und die Zeit des braunen Rauches, und somit des schwefelgesäuerten Regens, der die Lackpickel auf den Autos verursachte, war ja vorbei. Ich lief dann wie üblich bis zur Waschkaue am alten Thomas Stahlwerk vorbei, das wie gesagt gerade stillgelegt worden war. Trotz der Stilllegung roch es immer noch etwas nach Thomas Stahlwerk. Diese Waschkaue war das Belegschaftshaus 1 mit dem anliegenden Bürogebäude, das den Namen Bundeshaus trug. Nach dem Umziehen in meine Arbeitskleidung ging ich danach zu unserem Reparaturbetrieb 4. Der Weg führte vorbei an der Betriebswerkstatt 4. Diese beiden Betriebe hatten nichts miteinander zu tun, auch wenn sie beide die Nummer 4 hatten. Bei der Arbeitseinteilung um 2 Uhr mittags war auf einmal an einen Feiertag überraschend der Obermeister Kamps da, was nicht üblich war. Der Obermeister Kamps war zwar der Reparaturkünstler des Betriebes, aber nicht mein Freund. Dieser lief in seiner Zivilkleidung, mit einer brandneuen, leicht braunen, gefütterten Wildlederjacke gekleidet etwas ziellos herum, und fragte schließlich meinen guten Schweißerkollegen Günther Messing, ob er autogen schweißen könnte, was dieser verneinte, und aber gleichzeitig dabei auf mich zeigte, und sagte der Werner Schwebs ist gelernter Schmelzschweißer, und der kann das. Mich fragte dieser kleine Mann von Obermeister nicht, da er mich mit meinen 1,93 Meter Größe überhaupt nicht leiden konnte, und ich mit dem Zwerg einmal eine Auseinandersetzung wegen einer abgerissenen Kehlnahtschweißung an einer Rollgangabdeckung vor der Brammenschere auf der Blockstraße 2 hatte, weil er meinte, ich hätte nicht richtig geschweißt. Vollkommen zu Unrecht, da man auf ausgeglühten Morschenstahl nicht schweißen kann, aber das ist eine andere Geschichte. So diesen kleinen obermeister -Kamps blieb nichts anderes übrig, als mich für die Rohrreparatur arbeiten zu nehmen. Unsere Reparaturgruppe wurde zum Universalblockwalzwerk genannt von uns Thyssenleuten UBS nach Beckerwerth geschickt mit der Aufgabe die Emulsionshydraulikverrohrung für die Steuerung der Unterwalze an dem riesigen Walzgerüst zu ersetzen. Meine Schlosserkollegen waren keine Rohrschlosser und bekamen nur notgedrungen diese Arbeit, weil keine Rohrschlosserkolonne zur Verfügung stand. Um das hier klarzustellen, ein Rohrschlosser ist ein Facharbeiter, der nur Rohrleitunginstallationen macht, was normalerweise nicht die Tätigkeit von Betriebs- oder Maschinenschlossern ist. Die große Brammenwalzanlage in BEK war bereits seit mehreren Tagen wegen Reparaturarbeiten in der ganzen Weihnachtswoche außer Betrieb. Die Rohre, die wir in dem System ersetzen mussten, hatten einen Durchmesser von 3 bis 6 Zoll. Das Rohrsystem der Unterwalze war sehr schwer zugänglich und ein Arbeitsgerüst war von Gerüstbauern errichtet worden. Jetzt zeigte sich, dass die Rohrinstallation durch meine Kollegen aufgrund der Tatsache, dass sie keine gelernten Rohrleute waren, sehr schleppend verlief, und ich half bei der Arbeit mit so gut wie ich konnte. Dazu kamen auch noch der schneidende Ostwind, der durch die offenen Hallen der Blockstraße pfiff mit den eiskalten Temperaturen von ungefähr minus 15 Grad Celsius. Nachdem die Rohre einschließlich der Formstücke endlich installiert waren, begann ich mit dem Gasschweißen der Nähte. Ich stand alleine auf dem Arbeitsgerüst unterhalb der ersten Horizontalwalze, was für uns eingerichtet worden war, und dieses war mit vier Brettern belegt. Mitten in meinen Gasschweißungen gegen 19.30 Uhr öffnete jemand von dem Betriebspersonal einen Wasserschieber für die Zunderwäsche unterhalb der Walze. Das eiskalte Wasser schoss mit ziemlich großem Druck aus einem, wenn ich mich recht erinnere, 8-Zoll-Rohr. Ich stand unter der unteren Walze auf den vier Brettern, und wurde von dem eiskalten, druckvollen Wasserstrahl fast weggespült. Es war stockdunkel, weil die Handlampen, die wir aufgehangen hatten, durch das Wasser einen Kurzschluss bekommen hatten. Das war extrem gefährlich, da das Gerüst zu allen Seiten offen war, und ungefähr 10 Meter tiefer befand sich der grauschwarze Brammenstraßensinterkanal. Einen solchen Sturz in den dunklen Kanal hätte ich nicht überlebt. Natürlich hatte ich große Angst da hineinzufallen und hielt mich mit all meiner Kraft an der Rohrleitung fest und kletterte so schnell wie ich konnte aus dem Walzgerüst heraus. Ich war ja damals noch sehr gut beweglich in meinen jungen Jahren, und ich schimpfte wie ein Rohrspatz, als ich wieder sicheren Boden unter meinen Füßen hatte. Meine Kollegen waren ebenfalls wütend und stürmten in den Steuerstand, um den Idioten zu finden, der per Knopfdruck den Schieber geöffnet hatte. Ich weiß nicht mehr, wer der Knopfdrücker war, jedenfalls war da ein lauter Wortaustausch zwischen unseren Leuten und denen der Universal -Brammen -Straße. Und das nur zu Recht. Die Betriebsleute wussten ja, dass das Rohrleitungssystem der Unterwalze erneuert wurde. Wahrscheinlich war da einer am Neujahrstag besoffen und konnte nicht mehr klar denken. Aber einige, nicht alle dieser Betriebsleute waren teilweise auch etwas arrogant und fühlten sich praktisch wie die Besitzer der Anlage und wir Reparaturmenschen mit unseren gelben Helmen mit dem schwarzen Schriftzug AB4 waren einfach nur notwendig geduldete Helfer, die ihre Walzstraße reparierten. Na ja, und wenn da einer von diesen Helfern mal in den Sinterkanal gespült wurde, war das halt so und man sagte, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Man sollte sich auch daran erinnern, dass die älteren Arbeiter des Betriebes meistens noch die bitteren Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg mit sich brachten, und die meisten von denen waren harte Kerle. Natürlich unterbrach ich meine Arbeit für gut 30 Minuten, bevor ich weitermachte. Mein Körper, aber besonders meine Hände waren so kalt, dass ich zu den Rekuperatoren der Tieföfen lief. Das war der einzige warme Ort in der Anlage, wo ich mich aufwärmen und trocknen konnte. Ich zog meine nassen Arbeitsklamotten aus und legte diese zum Trocknen auf ein Rohr des Rekuperators. Es war ein quälender, schmerzender Prozess, vor allem meine Hände an dem heißen Rekuperator aufzuwärmen, so dass mir die Tränen vor Schmerz aus den Augen liefen. Gegen 21.30 Uhr beendete ich meine Arbeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Tag, der 1. Januar 1970 im Universalblock Walzwerk Beeker Wert, ein sehr fieser, eiskalter Tag war. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade einmal 18 Jahre alt. Ich erinnere mich, dass ich mir selbst ein frohes neues Jahr gewünscht habe, verfluchte das Universalblock Walzwerk wert und duschte später in der Waschkaue sehr heiß für 10 Minuten. Das war jedoch nicht meine letzte Schicht auf dieser Walzstraße. Trotz meiner ungewollten eiskalten Wasserdusche auf der universal -Brammen -Straße, die ich selbst mit meinem Alter von 72 Jahren nicht vergessen habe, möchte ich hier weiter berichten, dass die Waldstraße einmal in der Woche einen allgemeinen Reparaturtag hatte und eine Schicht lang, also acht Stunden stillgestanden hat. Während einer solchen Schicht wurde alles Mögliche repariert, was in den Zeitplan passte. Da war immer schwer was los und es war immer schwierig, einen der beiden Krane für Hebearbeiten zu bekommen. Dringende Reparaturen wurden auch so weit wie möglich während des Betriebes durchgeführt. Ich musste einmal am Antriebsgehäuse des Wasserrades eine dringende Reparaturschweißung machen. Es war wieder einmal eine Mittagsschicht. Die Schlosser des UBS-Erhaltungsbetriebes hatten die Reparatur vorbereitet. Wir mussten mein Schweißkabel mit einer temporären Halterung über dem Walzrollgang führen, da auf der Seite des Wasserrades kein Platz für meine Schweißmaschine war. Irgendwann während meiner Reparaturschweißung löste sich mein Schweißkabel und fiel auf den Walzrollgang und wurde von einer heißen Bramme zerfetzt. Unser Betriebsleiter Wilfried Terry gab mir deswegen einen furchtbaren Anschiss und fragte mich, ob ich wüsste, was solch ein Schweißkabel kostet. Man müsste mir das von meinem Lohn abziehen. Ich antwortete ihm, dass er sich das Geld von der Blockstraße zurückholen sollte. Ich hatte ja letztendlich mein Schweißkabel nicht selber zerstört und ich hatte da gute Arbeit zwischen den heißen Brammen geleistet. Danach war unser Betriebsleiter etwas ruhiger. Weiter berichten möchte ich noch, dass wir auch im Jahr 1973 das Abgasrohrsystem für einen Rekuperator gebaut haben. Die Vorfertigung machten wir in dem Betrieb der Thyssen-Industrie also nah an der alten Lehrwerkstatt, die ich ja sehr gut kannte, und bis Ende März 1969 mein Arbeitszuhause war. Danach errichteten wir das Abgassystem in werth an dem Rekuperator eines neuen Tiefofens der Universal-Brammenstraße. An den hier aufgeführten Tätigkeiten, die wir damals mit unserem Reparaturbetrieb 4 machten, kann man erkennen, dass wir mit unserem Arbeiten sehr vielseitig waren und überall auf der Hütte eingesetzt wurden. Die Liste der Ereignisse: 1 im Oktober 1960 Beginn des Aushubs in Beeckerwerth. 2 im September 1961 Beginn mit dem Ausbau der Fundamente. 3 im August 1962 Beginn mit der Montage und dem Stahlbau. 4. im Dezember 1962 Lieferung der Heißflemmmaschine und des Kühlrades. 5. im Januar 1963 Trotz des strengen Winters läuft die Montage weiter. 6. im März 1963 Beginn mit der Aufstellung des Walzgerüstes. 7. am 19. September 1963 die erste erfolgreiche Versuchswalzung. 8. von 1966 bis 1973 Erweiterung der Tifofenanlage auf 31 Öfen. 9 am 30. September 1967 erste Walzung mit dem Prozessrechner Ferranti. 10 im Januar 1969 Vollzeitnutzung des Prozessleitrechners Ferranti. 11 von 1971 bis 1972 Einführung des Zuse Z25 Prozessleitrechners. 12 im Januar 1973 Einbindung in das Thyssen Rechnerverbund und Teilnehmersystem. 13 am 18. Dezember 1986 die letzte Bramme wurde gewalzt. Danke.